Hallo Leute! In der letzten Folge haben wir uns diese schnuckelige Perle geschnappt und haben oben gehört, dass das Bett komisch quietscht. Wobei ich aber glaube, dass es ein Vogel ist. Aber ich würde sagen, wir verlassen erstmal. Ich würde gerne hier raus. Warte. Ich würde gerne mal gucken, ob ich die Hose. Warte mal, kann ich die Hose hier separat anwählen? Nee. Kann ich die so mitnehmen wieder? Ich streichle ihn lieber nicht. Ich mag meine Hand dort, wo sie ist, am Arm. Na gut. Dann bleibt Opas Hose erstmal da und wir verflüchtigen uns. Ich habe aber. Keine Ahnung, was wir mit der Perle wollen. Wenn wir die, ist wahrscheinlich riskant, aber so? Was hast du da? Eine Perle? Ich hoffe für dich, dass es keine von Rubens Perlen ist. Er würde durchdrehen, wenn er merkt, dass ihm eine fehlt. Das heißt, warte mal. Oh, ich muss los. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Okay. Muss ich den wecken? Oh, oh. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt eine Perle. Irgendjemand hat sich an meinen Perlen zu schaffen gemacht. Bando! Bando! Wirf sofort die Fabrik wieder an. Bist du schlecht? Bando! Aber wenn wir jetzt die Perle herstellen, dann existieren noch 10.001, oder nicht? Aber wenn er die Fabrik... Gut, dass du kommst. Ich habe ein großes Problem. Ruben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Wie praktisch, dass wir gerade eine Schaufel gebaut haben. Ich habe dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich! Kann ich wieder Kohlen schaufeln? Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird! Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik, das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Okay. Hier dreht sich jetzt was. Aber wir müssen ja dafür hier... Beim Mechanismus das Rad. Lass uns mal gucken. Geht jetzt hier unten die Anzeige? Ja, sie geht. Jo, ist das Lava? Okay. Ja, guten Tag. Meine Mieze ist wieder hier im Raum. Die Anzeigen, aber das können wir da einfach... Was ist da? Luke. Hier geht's raus. Rad. Oha. Was war das denn? Anzeige. Presse, Luke. Anzeige. Anzeige ist raus. Kaputtes Zahnrad. Oh, das hätte ich ohne Hotspot, hätte ich das nicht gesehen, ne? So, lass uns mal gucken, was die Anzeigen sagen. Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehe. Aber nur weil ich nicht weiß, was die Werte bedeuten, macht sie das nicht weniger beunruhigend. Ach, hier sind dann die Pressen. Also die Pressen, hier die Perlen. 5 Stück immer auf einmal. Okay. Warte mal. Wir müssen ja theoretisch keine pressen, ne? Deswegen frage ich die mal, weil ich glaube... Dass sie jetzt nicht mehr spoilern. Ja, die Perlenpresse. Ein weiteres Relikt aus Markus' Idee mit den Erinnerungsperlen. Natürlich die Perlen hier auch
wichtig trotzdem. Woran mich dieser Screen am meisten erinnert, ist natürlich an Spot und Sedgwicks Umgang mit Spot. Weil da gab es halt zwischen Marco und mir immer großen Streit sozusagen. Wobei, also die ganzen Ideen, so dass Sedgwick andauernd irgendwelche recht sadistischen Dinge mit Spot tun muss, die dieses Rätsel hier noch nicht gelöst haben, verschweige ich mal, was das in diesem Fall ist. Dachte ich einfach, da so eine Tendenz erkannt zu haben und hielt das nur für logisch. Also Marco und ich sind ja quasi parallel auf die Idee gekommen, unseren Protagonisten in unseren Spielen ein quasi unzerstörbares Kuscheltier an die Seite zu setzen und was halt auch immer irgendwie Sinn macht, weil man auf so ein Tier, also in dem Fall eher mehr Haustier als Kuscheltier, also bei Edna war es natürlich der Harvey, da kann man halt die gesamten unterbewussten Gefühle und so weiter drauf projizieren und es nimmt einem nichts übel. Und das meinte ich dann halt auch erkannt zu haben, als der wesentliche Charakterzug von Spot, der sich halt bis zum Aussehen, aber eben auch in seinen Fähigkeiten widerspiegelt, dass Spot Sedgwick halt nie etwas krumm nimmt. Er ist halt unzerstörbar sozusagen. Und das ist ja auch genau eine Sache, mit der Sedgwick hadert. Und zwar, dass halt alles immer irgendwie kaputt gehen muss. Er leidet darunter, dass er ständig Sachen kaputt macht und halt quasi scheinbar nicht in der Lage ist, halt irgendwie Sachen zu konservieren, in ihrem Zustand zu behalten. Und der Einzige, der sich halt ein bisschen gegen wehrt, ist Spot, also der ihm halt das Gefühl gibt, dass manche Sachen eben doch so bleiben, wie sie sind, was natürlich im Endeffekt auch noch wunderhübsch aufgelöst wird am Ende des Spiels. Ich denke, das sind alles so Sachen, mit denen war Marco auch, könnte mir ja gleich, gerne widersprechen, einverstanden war. Aber auch in der Kommunikation, um halt irgendwie dieses, also wenn Sedgwick direkt mit Spot spricht, habe ich dann halt oftmals eine Haltung gewählt, wo Sedgwick richtig gemein zu Spot ist. Was ich halt ganz cool fand, weil er braucht ihn ja, die beiden, also Sedgwick braucht Spot einfach eben auch, um mal Dampf abzulassen und halt, seine eigene Unzulänglichkeit halt irgendwo auf jemand anderes zu projizieren. Das fand ich immer ganz gut, aber Marco war das viel zu heftig immer. Hat man ein paar Mal richtig in die Haare bekommen. Ich habe am Anfang halt immer an meinen eigenen Hund gedacht. Ich habe so einen kleinen Mops, der heißt Vito. Und ich dachte, ich würde mit meinem Hund sowas ja wahrscheinlich niemals machen. aber Poki hatte halt eine wunderschöne Entwicklung einfach in der Geschichte mit reingebracht, die am Anfang, die ich einfach noch gar nicht so gesehen hatte, aber die dann wirklich richtig schön in der Geschichte auch rüberkam. War schon die richtige Entscheidung. Puh, da bin ich erleichtert. Okay, jetzt haben sie uns ja doch ein bisschen gespoilert, nämlich, dass wir irgendwas Sadistisches mit Spot machen müssen. Müssen wir ihn in eine Perlenform pressen oder so? Die Idee hat was, aber ich bezweifle, dass die Brandschutzbestimmungen der Fabrik das zulassen. Ich habe einen Plan. Ich werf dich hinunter und du guckst, was da los ist. Wenn ich nach 10 Minuten nichts von dir höre, dann hole ich Hilfe. Ja, ich weiß. Der Plan ist noch in einer frühen Konzeptphase. Okay, also doch kein Feuerspot. Vielleicht der runde Spot? Die Idee hat, aber so ist er zu dick, um über das Loch zu hüpfen. Okay, also müssen wir einen schlanken Spot. Los, Spot. Alle, hopp. No. Oh nein, wie er sich auch noch freut. Es tut mir so leid. Warum wollen wir so... Oh mein Gott, wir haben 5 Spots. Spot! Oh oh. Was habe ich getan?
Fünfer-Spot. Erlerne die Fünfer-Spot-Form. Das ist eine neue Form? Oh, ich habe keinen Spot mehr. Kann ich da rein? Ich kann da nicht ohne Hilfsmittel runterklettern. Ich breche mir doch alle Knochen. Wir haben ja keine Leiter mehr, ne? Spot? Den werfe ich nicht weg. Er sieht zwar nutzlos aus. Warte mal. Ich wollte meinen Spot nicht wegwerfen. Hier so? Nee, ich habe nichts Einzelnes zum Anwählen. Warte mal, Leute, wir gehen mal kurz zu Bando. Denn wir haben ja die andere Zahnradsache. Aber... Spot? Mein Spot ist weg. Kann ich jetzt das andere Zahnrad? Ich brauche was zum Kleben, oder? Und jetzt? Nee, rausnehmen wollte ich's. Was? Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Schweißen, da braucht man den Feuerspot dafür, oder? Okay. Wir sind also auf der Mission, Spot zu retten. Aber wie komme ich da runter? Ein Hilfsmittel. Wartet mal. Ich verlasse mal den Bildschirm. Dann gucken wir. Guck bloß mal, ob hier irgendwas Neues. Nee, ist alles noch beim Alten, ne? Gott. Ist auch alles beim Alten. Ja. Nee, ich klingel nicht. Denn theoretisch... Gucken bloß auch nochmal hier rein, ob hier noch irgendwas ist. Nee, alles ganz normal. Denn theoretisch... müsste Bando jetzt wieder bei sich sein. Na, geh doch rein. Nee, ist er nicht. Der kommt nicht zurück. Hier komme ich nicht raus, ne? Hier ist das Ding bloß. Der Apparat, der Mechanismus. Mein Spot? Hier oben kann ich auch nicht. Doch, kann ich. Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo nochmal. Was willst du? Siehst du nicht? Wieso? Was los ist? Mir wurde eine Perle entwendet. Ach so. Das war bestimmt dieser Unruhestifter Molachai. Wenn ich den erwische, dann wird der zu Hundefutter verarbeitet. Hörst du, Kerrick? Dann gibt es Frischfleisch. Sorry, ich hab gedacht, der sagte einfach nur den gleichen Satz wie sonst immer. Und deswegen... Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Und deswegen wollte ich es überspringen, aber okay. Lass uns mal rausgehen, weil das bedeutet ja, dass der Typ jetzt schläft. Und dann gehen wir durch die Seite rein. Und nochmal nach oben. Bando schaufelt, hat er gesagt, ne? Schaufelt Kohle. Nee, hier ist nichts Neues. Und wir haben... Na, wir haben die Dinger, aber das wird doch nichts. Den sollte man mal bei Gelegenheit, aber ich würde nur... Ja, das kennen wir schon. Mit der Perle glaube ich auch nicht. Die lege ich nicht zurück. Ach so, das haben wir schon probiert. Die lege ich... Ja. Und hier ist ja auch nichts weiteres. Die Bilder. Bilder. Ich glaube nicht, dass hier was anderes ist, aber ich gucke auch mal das Bild an. Oder ich fasse es mal an. Wenn ich hier schon einbreche, nicht so... Okay. Ich habe gedacht, wenn ich es berühre, ist irgendein Mechanismus oder so, keine Ahnung. Ich frage Ruben später, was es damit auf sich hat, vorausgesetzt, ich habe bis dahin genug Interesse daran entwickelt. Okay, das ist es auch nicht. Okay, dann lasst uns mal runtergehen. Wenn die Nase juckt. Und wir probieren... Hier hin kann ich nicht hin, ne? Nee. Und wir probieren,
einfach alles aus. So, was können wir denn hier noch so machen? Das sind die Anzeigen. Das ist die Presse, das Rad. Wir drehen das vielleicht nochmal. Oha. Nein, nein, nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad dort an der Seite tippen. Da unten gibt es noch einen weiteren Raum. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mir die Wirbelsäule brechen. Muss ich die Leiter von oben holen? Wartet mal, kann ich die Leiter wieder... ganz ruhig, ich bin aufgeregt. Kann ich die Leiter wieder haben? Leiter. So, dann nimm die mal. Ach, ich habe gedacht, die ist quasi verwendet und deshalb können wir sie nicht mehr nehmen. Oh, kann ich die noch nehmen? Leiter? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir die bestimmt in das Loch stecken und dann damit runterkrabbeln. Okay, wir kriegen Spot wieder. Sehr schön. Wozu brauchen wir die Fünferform von Spot? Was könnte man denn damit machen? So, Luke. Und runter mit uns. Spot. Na. Okay. Spot ist ganz schön agil. Dafür, dass er schon so lange auf den Beinen ist. Wobei seine Beine an sich ja nun alles andere als lang sind. Vielleicht rechnet sich das ja irgendwie gegeneinander. Du, Spot, ich habe den Eindruck, um Kalida zu finden, müssen wir hier mal ordentlich Radau machen. Ja, das macht dir Spaß, nicht wahr? Das denke ich mir. Ich bin stolz auf mich. Ich habe heute einen Menschen sehr glücklich gemacht. Er weint sogar vor Freude. Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen heute schon genug Ärger bekommen. Ich möchte lieber nicht zwischen ihn und seine Arbeit geraten. Er würde mich unversehens in den Ofen schaufeln und es noch nicht einmal merken. Ventilatoren. Ofen. Okay. Ich finde kaum etwas faszinierender als große Feuerstellen. Wie fröhlich doch die Flammen tanzen, während sie lustig knistern, alles verschlingen. Trotz der Ventilatoren ist es hier unten kochend heiß. Ich glaube, wir können auch hier wieder die Jungs befragen, weil ich denke, wir sollten hier nur Spot abholen und das vielleicht sehen. Obwohl es ein bisschen wenig war und außerdem will ich endlich das Zahn... Das können wir doch jetzt machen, oder? Warte mal, kann ich nicht... Spot? Nee. Nee, ich muss es einklemmen. Aber wir fragen erstmal. Jetzt habt ihr doch gerade die Kette, wo Marco gerade ein Zimmer ist. Das ist peinlich. Vielleicht warten wir einfach. Nee, warte mal. Ich habe eine viel bessere Idee. Und zwar können wir echt das machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Warte, wo ist der Eingang? Was war das? Marco Nutt in the house! Und schon steppen die Tauben auf dem Dach. Ja. Marco ist gerade kurz nach außen raus. Ein Traum. Endlich freie Bahn, den etwas cooleren Kommentaren. Ist das gut schon, dass da noch mehr geht? Und sieht, wie plötzlich Qualität entsteht. Täterete blöd. Es ist mir gewissermaßen ein Gedicht, euch nur mit krassen Anekdoten zu bespaßen. Über dies und jenes, euch massenweise Klassengassenhauer zu verfassen. Richtig ein vom Leder lassen. Ja, genau, bei der Grafik. Da gab es doch nur einen Raum, ja, der war zumindest dunkel oder war zu hell. Ich weiß aber noch, wie er. Oder hier, eine kleine Sprachaufnahme. Da waren wir doch mal Spot. Das war mein Fanbase da. Wir haben auf jeden Fall. Als ich wechsel geschrieben habe, muss ich nachts immer hier zur. Oder bei der Animation da. Ohne. Mit dem Gunnar. Nee, der Gunnar mit der Simone. Das könnte mir passieren. Oder. Ja, verdammt nochmal, ich glaube, ich werde verrückt.
nichts glückt. Marco kommt bald zurück. Und ich hab außer Stamme noch nichts zustande gekriegt, nur missgeschickt. Verfrüht die Freude wird kunstvoll dargeboten des Sohn. Es muss nach Markus in freiem Geschwafel übers Kind sein und all den blöden Insidern doch mehr drin sein. Es gibt doch so viel Spannendes, Entwicklungsrelevantes, was für euch interessant ist und bislang nicht genannt ist. Zum Beispiel, als Carsten damals plötzlich hinter einem Gegner noch stand, er sagte, er, das war geil, er sagte, Finde hat den Soundtrack, da hat er nämlich hier das Orchester gefahren, hat er bestellt, also die Musiker, die waren allein. Wir Marco und Bart und ich, ne? Wir haben auch immer uns dann so quasi eine Rolle bekommen über noch viel geiler war. So ein gottverdammter Shit, ey. Denk doch mal bitte mit, ey. Egal was ist doch Zitte. Ich höre schon draußen Schritte. Ja, komm einfach rein, Marco. Ja. Nee, wir machen jetzt weiter. Wir können jetzt weitermachen. Okay. Super schade, dass die Stimmen so leise oder die Stimme so leise war im Gegensatz zu dem Umgebungssound hier im Raum. Aber daran konnte ich nichts ändern, beziehungsweise ich habe die Stimmen bereits auf maximale Lautstärke gemacht und die Umgebungslautstärke beziehungsweise Effekte und Musik runtergeschraubt. Deswegen, na gut. Aber war schön, mal wieder Lieder zu hören. Ich liebe ja die Stimme von diesem Mann, ne? Ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich liebe es einfach, ihn singen zu hören. Und ich finde auch generell seinen kleinen Lispelfehler, sage ich jetzt mal, den er so hat, finde ich so ultra niedlich. Ich könnte ihm den ganzen Tag zuhören, wenn dieser Mann redet, ne? Ich finde ihn sowieso super sympathisch, aber auf zum Schraubstock, würde ich mal sagen. Und spannen wir das ein. Aber liebe Leute, bevor wir das Ganze von Spot schweißen lassen und hier einsetzen und dann hoffentlich öffnet sich die Tür, würde ich sagen, machen wir einfach eine Aufnahmepause, oder? Cliffhanger. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.